Hallo und herzlich willkommen zu meinem Lesemonat März. Ist einfach so krass, dass jetzt auch schon der März vorbei ist, also ein Viertel des Jahres schon. Ich habe in diesem Monat viele verschiedene Bücher gelesen, deshalb fangen wir jetzt direkt mal an. Und zwar war das erste Buch, das ich in diesem Monat beendet habe, von Christian Huber, Man vergisst nicht, wie man schwimmt. Es geht um den 15-jährigen Pascal. Der wird von allen aber eigentlich immer nur Krüger genannt. Und er mag den Sommer nicht, seit er nicht mehr schwimmen gehen kann, weil er sein T-Shirt nicht vor anderen Menschen ausziehen möchte. Warum das so ist, darüber kann er nicht so wirklich sprechen. Und auch nicht, warum er von allen immer nur Krüger genannt wird. Also er hofft auch, dass die meisten Leute nicht mehr wissen, wie dieser Name entstanden ist. Das Buch erzählt eigentlich hauptsächlich nur von einem Tag in den Sommerferien 1999. Und also das Buch hat ja auch einige Seiten, dadurch wird dieser Tag auch sehr ausführlich beschrieben, was ich total gut fand, weil man dadurch auch wirklich in die Gedanken und in das Leben von Pascal eintauchen kann. Pascal schreibt gerne Geschichten und hat auch immer sein Notizbuch dabei, um Geschichten schreiben zu können, aber davon darf natürlich auch niemand was erfahren, weil das ja auch sehr uncool wäre. Und an dem Tag, der hier beschrieben wird, trifft er dann auf das Zirkusmädchen Jackie und die verbringen den Tag zusammen. Das Buch zeigt, was an einem Tag alles passieren kann. Und mir hat es sehr gut gefallen. Also ich fand den Schreibstil sehr angenehm zu lesen und es war so eine gute Mischung aus Emotionen, die dabei in einem hervorgerufen wurden. Also es war unterhaltsam, es war spannend, es war berührend und die Charaktere waren auch sehr authentisch dargestellt, deshalb hat mir das Buch gut gefallen. Als nächstes habe ich das Buch von Hendrik von Drachenfels gelesen, Irgendwas in mir. Das ist ein Coming-of-Age-Roman und es geht um Hugo. Er ist 13 Jahre alt, er spielt gerne Lacrosse und ist eigentlich auch ganz gut an der weiterführenden Schule angekommen. Also er hat dort auch Freunde gefunden. Doch eines Tages bekommt er mitten im Unterricht starke Übelkeitsgefühle und darf auch nicht den Unterricht verlassen und muss diese Situation aushalten, wodurch das immer noch schlimmer wird. Was dann auch dazu führt, dass er danach nicht mehr zur Schule gehen kann, weil jeder Gedanke an Schule direkt Angst und Panik bei ihm auslöst. Mich hat das Buch sehr berührt, also vor allem die familiären Geschehnisse, die wahrscheinlich auch so dazu beitragen, zu seiner Angst und Panik. Und irgendwie auch so, dass zum Teil auch sehr schädliche Verhalten oder der schädliche Umgang von seiner Familie mit der Angst. Und ich fand, die Angst und die Panik wurde auch sehr realistisch dargestellt und sehr authentisch. Also gerade auch so dieses, dass es nicht nur Fortschritte geben kann im Kampf gegen die Angst, sondern dass das auch immer mit Rückschritten auch verbunden ist oder auch mit Stillstand. Das fand ich sehr gut. Und man sieht hier auf dem Cover ja auch diesen Zug. Und in dem Buch wird die Angst oder dieses Panikgefühl wird mit einem Zug verglichen. Und das fand ich auch ein total interessantes Bild dafür. Das fand ich sehr passend und das Buch hat mir sehr gut gefallen. Als nächstes habe ich ein Sachbuch gelesen und zwar Im Labyrinth der Nerven von Dr. Nicole und Dr. Christian Knobloch. Ein spannender Streifzug durch die Neurologie und Psychiatrie. Also der Titel sagt ja schon aus, worum es geht. In
30 Geschichten erzählt, das Ehepaar. Also die haben zusammen auch eine Praxis. Und in den Geschichten erzählen sie von den verschiedensten Krankheitsbildern aus dem Bereich Neurologie und Psychiatrie. Das fand ich sehr spannend. Also mit Psychiatrie habe ich mich schon viel beschäftigt, aber mit Neurologie noch nicht und auch nicht mit so neurologischen Erkrankungen. Deshalb fand ich das sehr interessant und die Infos werden auch immer sehr verständlich in die Geschichten eingebunden, dass man das gut lesen kann. Und wenn dort noch nicht genug Infos sozusagen in der Geschichte eingeflochten wurden, dann gibt es am Ende von dem Kapitel auch immer noch so einen Infokasten mit weiteren Infos zu der Erkrankung oder zu der Behandlungsmöglichkeit. Das war auf jeden Fall sehr interessant. Man merkt irgendwie auch, wie lang es teilweise dauern kann, der Weg bis zur richtigen Diagnose. Und das fand ich irgendwie auch sehr krass, also weil das ja dann auch mit einem extrem langen Leidensweg verbunden ist. Und gleichzeitig fand ich es aber auch total interessant, was medizinisch auch einfach alles so möglich ist. Also das finde ich generell immer richtig faszinierend und das wurde hier auch deutlich. Die Geschichten sind überwiegend als so PatientInnen-Gespräche geschrieben. Da musste ich mich erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Also ich fand das irgendwie zum Lesen teilweise ein bisschen anstrengend, weil dann auch so sehr, weil es halt sehr umgangssprachlich war, wie es halt so wirklich in so einem Gespräch wäre. Aber so zum Lesen waren es mir dann teilweise auch zu viele Füllwörter. Aber ich habe mich da auch schnell dran gewöhnt und dadurch wurde es natürlich auch sehr in einer sehr einfachen Sprache und sehr verständlich dargestellt, was für so ein Sachbuch ja dann auch ganz gut ist. Danach habe ich endlich die Sieben Schwestern von Lucinda Riley weitergelesen, und zwar den zweiten Teil, die Sturmschwester. In der Reihe geht es ja darum, dass Pa Salt sechs Mädchen bei sich aufgenommen hat und diese sechs Schwestern sind gemeinsam groß geworden und Pa Salt stirbt dann und hinterlässt jeder Schwester einen Hinweis auf die richtige Herkunft. Und in diesem Buch geht es um Ellie. Sie ist eine erfolgreiche Seglerin und als sie dann von dem Tod ihres Vaters, also von Pa Salt, erfährt, kehrt sie zurück in die Heimat zunächst, zu ihren Schwestern auch, die sich dort alle versammeln. Und ihr Hinweis auf ihre Herkunft ist eine Biografie von einem norwegischen Komponisten. Und sie macht sich dann ja auch auf die Suche nach ihrer Herkunft und es führt sie dann nach Norwegen. Und sie hat vorher auch schon mal Flöte, ich meine auch studiert, und sie merkt dann, dass die Musik in ihrer Familiengeschichte und in ihrer Herkunft auch eine große und besondere Rolle gespielt hat. Und sie trifft dort auch auf einen Musiker und die beiden fühlen sich direkt sehr vertraut. Mir hat das Buch sehr gut gefallen. Also ich mag ja generell den Schreibstil von Lucinda Riley auch sehr gerne. Und bin auch schon sehr gespannt auf die anderen Bücher aus der Reihe. Und Ellie, also die Schwester Ellie, die war mir auch sehr sympathisch und ich fand auch irgendwie total schön, dass es so in Norwegen spielt und mit der Musik. Das hat mir alles sehr gut gefallen. Als nächstes habe ich ein Buch von Matt Haig gelesen und zwar Echo Boy. Von ihm habe ich auch schon Ich und die Menschen gelesen, was mir sehr gut gefallen hat. Und deshalb war ich auch sehr gespannt auf Echo Boy. Das Buch spielt im 22. Jahrhundert, also in der Zukunft. Und das Leben wird eigentlich hauptsächlich von Technik bestimmt. Also es gibt für alles irgendwelche Technik, die irgendwas, ja, für einen macht. Und vor allem gibt es Echos. Die Echos sind, also die werden sehr unterschiedlich eingesetzt. Sie helfen zum Beispiel im Haushalt, sie unterrichten die Menschen und übernehmen alle möglichen Aufgaben. Und die sehen auch aus wie
Menschen nur perfekter. Also daran erkennt man, dass es ein Echo ist, weil die halt komplett symmetrisch sind. Also das Gesicht ist komplett symmetrisch und sie sehen halt einfach perfekt aus und haben halt auch eine Kennzeichnung, dass es sich um ein Echo handelt. Die Protagonistin in dem Buch ist Audrey. Sie lebt mit ihren Eltern zusammen und eines Tages kommt es dann dazu, dass der Echo, der bei denen lebt, ihre Eltern tötet. Und eigentlich ist ihr Vater auch eh total gegen diese ganze Technik und es war eh eine lange Diskussion, ob die ein Echo bei sich aufnehmen oder nicht. Und der Bruder von dem Vater, also Audreys Onkel, hat oder ist der Besitzer von einer großen Echo-Firma. Als ihre Eltern dann getötet wurden von dieser Echo und sie selbst muss dann halt auch vor ihr fliehen, zieht sie dann erstmal zu ihrem Onkel. Dort trifft sie dann auf den Echo Daniel und Daniel möchte Audrey beschützen, weil sie wohl immer noch in Gefahr ist. Und Daniel fühlt sich auch zu Audrey hingezogen, was auch eigentlich gar nicht sein kann, weil er ja ein Echo ist. In dem Buch geht es vor allem so auch groß so um die Frage, was heißt es, ein Mensch zu sein? Und das war ja auch so, auch in dem Buch Ich und die Menschen ging es ja auch so um diese Frage und das fand ich auch total interessant. Und das Buch hat mir auch gut gefallen, also nicht so gut wie Ich und die Menschen, aber ich fand es trotzdem auch interessant und ja, gerade auch, dass das Buch dann auch so zum Nachdenken anregt über diese Thematik und nicht einfach nur so ein Science-Fiction-Roman ist. Das hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Danach habe ich ein Buch gelesen, das ich auch schon lange lesen wollte. Das habe ich mir auf der Buchmesse gekauft. Und zwar Wir Verlorenen von Jana Tyson. Den zweiten Teil habe ich auch schon bei mir stehen. Den werde ich auch bald endlich lesen. Das Buch spielt nach einer Pandemie und es gibt nur noch wenige Überlebende, die diese Pandemie überlebt haben. Und die Pandemie hat auch das Leben komplett auf den Kopf gestellt. Also es gibt keine Gesetze mehr, keine Ordnung und allen geht es eigentlich nur um den Kampf ums eigene Überleben. Smilla und ihre Schwester haben Unterschlupf bei einer Familie in einem Bunker gefunden und sie leben dort im Verborgenen. Anders ist es zum Beispiel bei den verlorenen Jungs, die ihr Überleben durch skrupellose Raube und Töten auch sichern. In dieser Welt nach der Pandemie kann man niemandem mehr trauen, weil es ja allen vor allem ums eigene Überleben geht und deshalb soll man auch keinen Kontakt zu Fremden haben. Doch eines Tages trifft Smilla auf ihren früheren Nachbarn Falk. Also Falk war ihr Nachbar und auch ihr Nachhilfeschüler und sie fühlt sich zu ihm hingezogen. Mir hat das Buch sehr gut gefallen. Ich fand den Schreibstil sehr angenehm zu lesen und die Geschichte auch sehr spannend. Und was ich vor allem auch gut fand, war, dass gerade in den Gesprächen zwischen den Charakteren auch Aspekte des aktuellen Lebens hinterfragt wurden. Und dadurch regt das Buch beim Lesen auch zum Nachdenken über das eigene Leben nach. Und das finde ich auch immer sehr interessant. Und ich bin jetzt auf jeden Fall sehr gespannt darauf, wie es im zweiten Teil weitergeht. Danach habe ich von Ayla Dade Like Fire We Burn gelesen. Das ist der zweite Teil der Winter Dreams Reihe. Also der erste Teil ist ja Like Snow We Fall. Ich finde auch hier finde ich das Cover wieder richtig schön. Also das hat mich ja beim ersten Teil auch schon richtig angesprochen. Ich mag das gern, dass es hier so glitzert. In diesem Teil geht es um Aria und Wyatt. Aria kehrt zurück nach Aspen, um ihrer Mutter mit ihrem Bed and Breakfast zu helfen. Und sie hat Aspen vor 2 Jahren verlassen gehabt, weil Wyatt sie mit ihrer besten Freundin betrogen hat.
Wyatt ist Eishockeyspieler und hat auch schon immer davon geträumt, dort für die Nationalmannschaft, ich weiß nicht genau, zu spielen. Doch seit einem Unfall hat er eine Verletzung und kann seitdem nicht spielen. Arias Rückkehr wirbelt bei beiden viele Gefühle und Erinnerungen auf, also sowohl positive als auch negative. Und eigentlich lieben die beiden sich auch immer noch, aber die Frage ist halt, können sie sich noch oder jetzt wieder vertrauen und wieder Vertrauen aufbauen? Ich muss sagen, mir hat der Teil nicht ganz so gut gefallen wie der erste. Also zwischendurch hat sich der hier für mich ein bisschen gezogen und gerade auch so, ja, die Beziehung von den beiden hat mich manchmal auch einfach nur genervt, weil ich so dachte, wenn ihr miteinander sprechen würdet, dann wird es das ganze Drama nicht geben. Aber das ist ja irgendwie auch oft so. Trotzdem fand ich es irgendwie schön, auch wieder beim Lesen nach Espen zu reisen, weil das dort auch immer so ein bisschen so eine Gilmore Girls-Atmosphäre hat, finde ich. Und trotzdem hat aber auch in Like Snow We Fall hat mich die Atmosphäre insgesamt ein bisschen mehr verzaubert. Trotzdem habe ich diesen Teil auch gerne gelesen. Und ich habe vor ein paar Tagen gesehen, dass die Autorin das Cover von Teil 3 und 4 veröffentlicht hat. Also Teil 3 ist, glaube ich, Like Ice We Break. Das erscheint noch dieses Jahr, ich glaube irgendwie im November oder so. Und der vierte Teil ist dann Like Shadows We Hide. Meine ich, kann auch sein, dass ich die jetzt verwechsel. Das erscheint dann irgendwann im Frühjahr nächstes Jahr, meine ich. Da freue ich mich auf jeden Fall auch schon sehr drauf. Also vor allem, weil es dort dann ja auch um Charaktere vor allem geht, also dort die Protagonistinnen, die hat man ja jetzt auch schon als Nebencharaktere kennengelernt. Und das finde ich total schön, weil man die jetzt ja schon ein bisschen kennt und neugierig darauf ist, mehr über die zu erfahren und gerade auch, um dann auch deren Verhalten besser zu verstehen. Deshalb freue ich mich schon sehr auf die beiden Fortsetzungen. Danach habe ich meine erste Märchenadaption gelesen. Und zwar Nimmerlands Fluch. Dieses Buch sieht, finde ich, einfach wunderschön aus. Und wie man sich denken kann, geht es um Peter Pan. Peter Pan ist allerdings der Böse in diesem Buch. Und zwar gelangt er immer wieder in die Menschenwelt, um sich von Kinderseelen zu ernähren. Und Fay ist 14 Jahre alt, meine ich, und lebt bei Pflegeeltern, die sie sehr schlecht behandeln. Also es gibt immer sehr viel Bestrafung. Eines Tages findet sie dann ein Paket in ihrem Zimmer, wo ein Kompass drin ist, dieser da, und mit dem gelangt sie nach Nimmerland und erfährt von ihrer wahren Bestimmung als Auserwählte, denn nur sie kann die Menschenwelt und auch Nimmerland vor Peter Pan retten. Ich fand die Idee sehr interessant und irgendwie an sich auch sehr spannend, aber nicht so gut umgesetzt. Also gerade am Anfang gibt es so sehr viele sprunghafte Kapitel. Also es springt immer so zwischen den Kapiteln hin und her und man weiß gar nicht, wo ist man jetzt eigentlich gerade, um wen geht's und was passiert hier. Dadurch fand ich es sehr schwierig, in die Geschichte reinzufinden. Und insgesamt, also das Buch ist ja auch nicht so dick, fehlte mir einfach auch oft so die Tiefe. Und auch dadurch konnte ich nicht so in der Geschichte wirklich drin sein und mitfiebern. Und das fand ich ein bisschen schade, weil ich die Idee echt cool finde, aber es einfach, glaube ich, auch noch mehr Seiten gebraucht hätte und ja, nicht, dass irgendwie jede Herausforderung zum Beispiel nach dem, dass man weiß, das Kapitel ist zu Ende und
dann ist auf jeden Fall die eine Herausforderung auch abgehakt. Also das hätte sich irgendwie auch ein bisschen mehr ziehen können und auch die Lösung für irgendwelche Probleme kam mir immer viel zu schnell und das fand ich ein bisschen schade. Auch das nächste Buch hat mich leider enttäuscht, auch wenn ich die Idee sehr schön finde, und zwar Die kleine literarische Apotheke. Auch das Buch, finde ich, sieht sehr schön aus und auch die Idee finde ich richtig super. Also, Blue liebt Lesen und sie hat auch schon versucht, im Verlag zu arbeiten und in einer Buchhandlung, aber irgendwie hat das nie so wirklich funktioniert und deshalb hat sie ihre eigene kleine Buchhandlung eröffnet. Doch da fehlt so ein bisschen die Kundschaft und dadurch ja auch finanzielle Mittel. Also sie steht kurz davor, dass sie die Buchhandlung dann auch schließen muss. Eines Tages kommt dann ein Kunde, in den sie sich auch direkt verliebt und der bringt sie auf die Idee zur kleinen literarischen Apotheke. Und zwar angelehnt an die Bibliotherapie, heißt es so? Ich glaube. Also, dass man irgendwie bestimmte Bücher liest in bestimmten Lebenskrisen, die einen dann helfen sollen. Und sie hat dann auch immer noch ihren normalen Buchladen sozusagen, aber ein Teil von dem Buchladen macht sie zur literarischen Apotheke und fügt dann zu bestimmten Büchern einen Beipackzettel dazu mit, also zum einen, wobei es irgendwie helfen soll, die Lektüre, aber auch die Dosierung, wie viele Seiten man pro Tag lesen soll, dann auch Nebenwirkungen und mit welchen anderen, also normalerweise Medikamenten sich das verträgt und in dem Fall dann mit welchen anderen Büchern. Und das finde ich eine richtig schöne Idee. Und wenn es irgendwo hier eine literarische Apotheke geben würde, würde ich auch direkt dorthin gehen, weil ich das irgendwie echt eine richtig schöne Idee finde. Aber genau das kommt in diesem Buch leider viel zu kurz. Also es geht gefühlt kaum darum. Also es geht vor allem um die Liebesdramen von Blue und ihren WG-Mitbewohnerinnen und um ihre Suche nach diesem Mann, der sie auf die Idee gebracht hat und in den sie sich verliebt. Ich muss auch sagen, die Auflösung am Ende fand ich irgendwie auch einfach richtig seltsam. Ja, deshalb fand ich das irgendwie ein bisschen enttäuschend. Also ich hätte mir gewünscht, dass es einfach viel mehr um die Apotheke, also um diesen Buchladen geht und um die Geschichten, die dort passieren. Und was so das einzige Highlight sozusagen in dem Buch war, ist, dass am Ende es auch noch eine literarische Apotheke gibt und dort dann auch Beispiele sind, also für Anti-Unsicherheit, Anti-Einsamkeit, halt dann auch Literaturempfehlungen, auch immer mit Anwendung, Nebenwirkung, Wechselwirkung, Dosierung, Art und Dauer der Anwendung. Und das finde ich auf jeden Fall sehr cool gemacht, aber ich hätte mir halt gewünscht, dass das auch mehr innerhalb der Geschichte vorkommt. Danach habe ich noch einen Coming-of-Age-Roman gelesen, und zwar Schallplattensommer von Alina Bronski. Das ist das erste Buch von der Autorin, das ich gelesen habe. Es geht um Maserati. Sie ist 17 und lebt mit ihrer Oma in einem kleinen Dorf. Und sie geht auch nicht mehr zur Schule, um ihrer Oma mit dem Lokal dort zu helfen. Es ist gerade Sommer, das heißt, es sind viele Feriengäste da und es ist sehr viel zu tun in dem Lokal. Also Maserati hat kaum eine freie Minute und dann zieht auch noch in die verfallene Villa am Ende der Dorfstraße eine reiche Familie ein mit zwei Söhnen, die Maseratis Leben noch komplizierter machen. Die drei haben nämlich alle so ihre Probleme und auch irgendwelche Geheimnisse aus der Vergangenheit, aus ihrem Leben, die sie erstmal nicht mit den anderen teilen und über die sie nicht sprechen wollen. Und das erzeugt auch vor allem so diese Spannung in dem Buch. Also
gerade dieses Nicht-Erzählen, weil man die ganze Zeit sich halt dann auch fragt, so, was hat es damit auf sich? Was ist da wohl passiert? Warum verhalten sich die Leute so? Und das wird dann mehr oder weniger ja auch aufgeklärt. Und der Schreibstil ist sehr kurz und knapp gehalten. Also ich hatte das Gefühl, dass man vieles auch so zwischen den Zeilen lesen muss, um es wirklich zu verstehen. Ich weiß nicht so ganz, wie ich das finden soll. Generell weiß ich nicht so ganz, was ich von dem Buch halten soll. Also Maserati ist auf jeden Fall ein sehr starker und einzigartiger Charakter und ich finde auch das Buch ist sehr einzigartig. Ich fand es zum Teil auch irgendwie sehr berührend, zum Teil aber auch irgendwie merkwürdig und ich fand auch die Charaktere alle irgendwie ein bisschen unsympathisch. Ja, deshalb weiß ich irgendwie nicht so ganz, was ich davon halten soll, aber irgendwie hat es mir gefallen, auch wenn ich nicht genau sagen kann, warum. Und als letztes habe ich im März noch von Kurt Krömer Du darfst nicht alles glauben, was du denkst, gelesen. In dem Buch erzählt er von seinen Erfahrungen mit der Krankheit Depression. Und ich finde solche Bücher immer total interessant, weil ich das Gefühl habe, dass man immer auch so ein paar hilfreiche Gedanken für sich selbst mitnehmen kann. Und ich mag den Titel auch einfach richtig gern. Also Du darfst nicht alles glauben, was du denkst, weil das einfach auch, also ich muss mich an diesen Satz auch selbst sehr oft erinnern. Und dieser Spruch stand auch auf der Postkarte, die mir meine letzte Therapeutin zum Abschied geschenkt hat. Also es ist ein sehr passender Satz für mich auch. Er erzählt in dem Buch von seinem langen Weg bis zur Diagnose. Also das hat sehr lange Zeit gedauert, bis überhaupt die Diagnose Depression gefallen ist. Er erzählt von seinem Klinikaufenthalt und was für Sorgen und Ängste er auch davor hatte und gleichzeitig aber auch, wie sehr ihm die Zeit geholfen hat. Und also das Buch ist jetzt nicht, dass man jetzt super viel, finde ich, über Depressionen lernt, aber das ist ja auch nicht so das Ziel. Also dafür gibt es ja auch andere Bücher, sondern er erzählt einfach so halt seinen Weg und von seinen Erfahrungen und das auch auf eine sehr lockere und leichte Art. Also natürlich ist es ja auch ein ernstes Thema, aber das Buch lässt sich trotzdem gut lesen und man hat jetzt nicht irgendwie dann so ein super schweres Gefühl, wenn man das Buch liest. Das finde ich irgendwie eigentlich auch ganz gut. Und trotzdem werden so wichtige Sachen erzählt und ich glaube, dass es für Betroffene auch hilfreich ist, um sich irgendwie verstanden zu fühlen oder dass man auch als Nicht-Betroffener so einen Einblick bekommt und vielleicht auch die Erkrankung besser verstehen kann. Also das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Und ich fand das Buch auf jeden Fall ganz interessant zu lesen. So, das waren alle Bücher, die ich im März gelesen habe. Es sind einige zusammengekommen, aber die meisten Bücher waren auch nicht so dick. Deshalb finde ich, ist es auch eigentlich total Quatsch, wenn man immer so sagt, man hat so und so viele Bücher in dem Monat gelesen, weil es ja auch einfach einen riesen Unterschied macht, ob man jetzt ein Buch mit 200 Seiten liest oder eins mit 500 Seiten. Bei mir waren es in diesem Monat viele dünne Bücher, deshalb sind sehr viele zusammengekommen. Kennt ihr irgendwelche Bücher von denen, die ich gelesen habe, auch schon? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, welche das sind und wie sie euch gefallen haben. Oder auch, welche Bücher davon euch ansprechen, ob ihr irgendwas davon auf eure Lesewunschliste ergänzt habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!